Erst nach Hause, total gelangweilt, wie wir sitzen, ja, stundenlang im Auto. Ich habe schon einiges gesehen, aber das ist ja noch nicht Straßenbahn.
rein, die kommen überhaupt nicht vorwärts. Die können dann abgedrängt werden. Ja. So, ich mache jetzt noch ein paar Sachen fertig. Du kennst dich jetzt noch nicht deine Miles. Ja, also ich bin jetzt zum Glück heute durch. Und ich habe mich auch ein bisschen sortiert. Ist das nicht so ein guter psychologischer Effekt, wenn du irgendwie so ein bisschen. Ich liebe das. Ist es? Du hast meine Mitbewohnerin und sagt immer, ein Mädchen geht mal anstatt eine E-Mail und macht eine E-Mail zu, aber ich sage immer nein. Wenn ich schon weiß, was auf mich zukommt, genau. Dann bin ich entspannter. Ja, weil sonst denke ich mir so, scheiße, warum das Gefühl? Und wenn ich aufwache, habe ich wieder 6 neue E-Mail. Ja. Und weiß aber gar nicht, wo mich erstmal durchwurschteln, ja. Bis ich weiß, was überhaupt ansteht. Ja, ja. Ich mach das auch im Urlaub, weil dann bin ich ruhiger. Ja. Ja. Und man ist so ein bisschen informiert, weil man denkt, vielleicht ist ja gerade irgendein richtiger Scheiß passiert. Über den alle diskutieren und die weiß davon ja gar nichts. Ja, genau. Da muss man sich dann erst danach merken, wenn wir voll aufs Laufen bringen. Absolut, also ich bin ja genauso. Wie stehen wir eigentlich mit den Sparkassen in Salesforce? Immer noch nicht. Wie meinst du? Ich habe mal geguckt und da ist immer noch sehr viel Marketing. Mhm. Also es gibt ein Problem. Ja. Und das habe ich auch schon mal da geschrieben. Irgendwann vor ein paar Wochen mit dir auch noch zu dir. Dass viele, die der Sparkasse Marketing zugeordnet sind, zu anderen Sparkassen gehören. Genau. Und die Sparkassen gibt es aber noch nicht in Salesforce. Richtig. Und dann habe ich eine Liste gemacht und gefragt, da kannst du uns sagen, welche sie anlegen sollen, welche nicht. Das kann sie aber noch nicht sagen. Weil sie sagt, sie muss erstmal gucken, wen sie kontaktiert, wo überhaupt dann Kontakt entsteht und welche wir dann wirklich anlegen sollen. Okay. Deswegen können wir die Kontakte, die jetzt da halt drin sind, noch nicht rufen. Okay. Und löschen halt irgendwie auch nicht. Nee, das ist schon nicht. Aber ich bleibe da auf jeden Fall dran. Ich weiß, ich wusste noch nicht, was Sarah da in der Zwischenzeit den Rücken hat. Aber ich kann eigentlich noch mal Feuer aufmachen, schon wieder vor Wochen her. Also, soweit ich mitbekommen habe, ist sie gut hinterher, was die ganzen Sparkassen in Baden-Württemberg angeht. Ja. Okay. Ja. Ja. Im Grunde genommen sind wir eigentlich fertig. Die Frage ist nun, wir müssen ja die quasi kennzeichnen, die von jemand anderem als dem distributischen Team kontaktiert werden, steht in der E-Mail. Ich hoffe, das ist schön. Ja. Weil sie hat ja gesagt, wir sollen zumindest für heute schon mal markieren, wer schon kontaktiert wurde. Das hast du ja gemacht. Nur anhand des Waffenpartners. Genau, und ich wollte eigentlich erst noch nicht in den Rest kommen. Ich habe auch angefangen, aber dann kamen zig Wochen andere Sachen inzwischen. Deswegen möchte ich nicht mehr. Ich kann da gleich weitermachen. Können wir das für heute schon mal markieren, wenn wir alles haben, und dann absprechen im nächsten Schritt, wer distributisch ist oder wen wir noch kontaktieren müssen und wen vielleicht jemand anderes kontaktieren muss. Sie braucht jetzt erstmal nur die Liste, soweit ich das verstanden habe. Mein Bruder hat Geburtstag. Kann man. Ja. Und sonst nicht? Ja, doch. Kann man schon laufen? Also auf eigenen Beinen steht, kann man noch nicht.
Räume kennengelernt. Und ich habe gedacht, jeder hat jetzt an mir vorbeigeguckt. Oder FaceTime. Da ich Max, passt eigentlich schon alles. Ja, nee, ich bin schon so, okay. Ja, und ich denke mir einfach, ja, nee, das passt schon irgendwie. Ich denke auch mal, ah ja. Echt? Ich dachte, du kannst das Ding nicht. Ich mach's auch. Ich mach das auch, Sebastian, vor dem Jahresbericht, und dann hat geguckt und sagen so, ich kann es irgendwie nicht lesen. Ich so, ach, da ich auch nicht. Und da so, ja, und ich dann so, Sebastian, und er hat dann gesagt, okay, das ist was mit Sebastian. Das ist krass, oder? Thank you.
das mit dem Pilzen. Was hast du jetzt wünschen müssen? Ich habe das gesehen, ich habe es aber jetzt nicht mehr gemacht. Er braucht auch etwas. Jetzt hat was mit dieser Anmerkung zu tun, die Sarah und Sarina bearbeitet hatten. Und da fiel eben auf, dass es für universale Messen zwei Komponenten gibt. Möglicherweise. Oder ist Out of Office? Thank you.
Gott und ich dann zum Dank fertig bin und wenn ich ihn eigentlich drehe und das ist von meiner Seite aus nach wie vor eben total freuen würde, dann ich dann Details geben könnte und ob sie denn schon weiß, wie es dann von Seiten von mir aussieht, weil ich mich natürlich sonst auch alle Leute so werfen. Ja. Und dann hat sie mir sofort zugeschrieben und ich möchte ihm danken. Ich freue mich voll, das zu hören, was ich immer noch gut anmerke und von der Seite ist es auch nach wie vor so. Und dann hat sie mich und hat mir erklärt, wie es dann meinte sie sich, sie würde dann jetzt mit Brian nochmal sprechen und dann mit HR sind wir wieder bei. Und dann hat sie mich 2 Tage später angerufen und meinte, sie hätte jetzt mit mir gesprochen, für alles in Ordnung, sie hätte jetzt nur alles für alles genehmigt und abgezeichnet. Und dann musste jetzt nur noch, wenn man doch erzählt, mit dem One Stage Hires, Stage 2 Hires, Stage 3 Hires, das hätten die dann ja auch erklärt. Und jetzt im ersten Quartal wurden jetzt erstmal von den Verträgen verschoben für den Herrn aus Switzerland und da. Und das Mehrvertrag dann erst in Stage 2. Das ist sehr wurscht. Also, und die meinte, das ist eine viele Zusage, keine Probleme, klar. Alles im April bekommst du dann sofort einen Vertrag. Das unterschreiben. Ich kenne natürlich noch keine Details, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch ein kurzes Brief sein wird. Und ab Juni. Deswegen reicht es ja, wenn der Vertrag in den Kreis zustande kommt. Nur damit, ich wollte einfach nur auch nicht wissen, eine Tendenz, ob eher ja oder eher nein, damit ich weiß, für mich einfach, was Sache ist. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, dass es mir das bisher angekündigt und auch zugesagt hat. Sie hat auch zu mir gesagt, ja. Das ist auch so. Sie meinte, er ist ein guter Vertrag, dass ich vielleicht kein nichts Schriftliches vorlegen kann, aber dann ist mir viel zu sagen. Das Ding ist halt nämlich, ich muss jetzt überlegen, weil das ja nicht so gut ist. Ich weiß nicht, wie rum das ist. Wir haben schon darüber gesprochen. Sie hat gesagt, wir sollen eine Nacht darüber machen, aber ich weiß halt nicht, was sie sich wünscht, welcher Weg ich dann mache. Was sind auch unsere Zusammenarbeit? Welche Aufgaben müssen wir sich nicht überlegen? Dass, ne? Also ja. Gerade auch den Mechanismus und so weiter. Diese Atmen, 3 administrative Geschichten mit Jessica geben. Ja. Wobei wir natürlich auch sehr darauf achten müssen, es müssen alles gelingen. Ja. Also, das ist ja möglich. Ja. Weil sie hat in diesem Grund seit 10 Jahren jetzt als Sozialarbeiterin gearbeitet. Sie hat sehr viel Verantwortung gehabt. Ja. Und das soll jetzt nicht so sein, dass sie geschoben wurde, nur jetzt, sag ich mal, rein trockene administrative Geschichten macht, sondern sie müssen. Macht ja auch Sinn, wenn alle irgendwie qualitativ, also wenn wir gerade vor allem alle alles können, dann kann immer einer ausfällt oder und so weiter, dann können wir uns viel besser unterstützen. Absolut, ja. Das ist am effizientesten. Nur hier eben, weil hier kommt dann der administrative Teil dazu, weil hier kommt dann auch schon der inhaltliche Teil dazu kommen. Ja. Also ich könnte mir denken, dass wenn man sich vielleicht vorstellt, dass das nur eine Schnittstelle zwischen uns, dem Teil hier und Sarah und den Zimmerzins. Also, dass das sich im Administrativen ist, das ist wieder für den Inhaltlichen. Ja, so glaube ich nämlich auch. Also, so fühle ich es persönlich jetzt auch als sinnvollsten an, wobei ich denke, dass gerade diese ganzen Ziels, was geschaffen wird, ist auch so unglaublich hirnrissig ist. Ja, und das, also das finde ich auch gut. Ja. Ich finde es auch gut, wenn wir da den Hut aufbehalten, sozusagen. Ja. Das macht ja Sinn. Und ich, also ich finde es auch cool,
geschickt werden soll oder auch schon geschickt wird. Das heißt, also alles, was dieses Backup betrifft, jetzt Salesforce, würde ich tatsächlich dann bei uns einlassen, dass sie da einarbeiten und auch in diese inhaltlichen Geschichten rein. Wir haben es ja gehört von Mike und auch von Mike Perry, der das immer und immer wieder macht, wenn Salesforce wird das einzige Alpha und Beta. Thank you.